In dem Video werde ich euch zeigen, wie ihr die Dateien von dem VMS Pack V2 in das VMS Pack V2 umsetzen könnt oder dort reinkopieren könnt. Und ich werde über die Map reden, diese Bed Wars Resource Pack Map, die ich gebaut habe. Und es gibt neue Schwerter. Es gibt hier jetzt ein Schwerter-Overlay, was einfach in der Videobeschreibung ist. Also dort ist einfach dieses Wort Overlay drin. Wenn ihr anfangen habt, geht es aber eigentlich ganz gut. Ich zeige euch mal, wie das kurz ist. Hier, das Schwert sieht so aus. Hier sind noch leichte blaue Ränder und so. Das sieht man jetzt irgendwie nicht so gut, sieht man nachher im Pack, aber. Und ja, das ist als nächstes halt ein Holzschwert. Also das Holzschwert, da fange ich halt ganz einfach an, wieder mit. Da sagt, das ist jetzt alles dieselbe Farbe. Gehe auf den Farbeimer. Übrigens habe ich hier die ganzen Farben und so auf dem zweiten Bildschirm. Wer sich da wundert, ja. Holzschwert, welche Farbe kann es haben? Ganz gut aus. Auch Rauch sollte ich wohl doch eher nicht nehmen. Ja, komm. Einfach so. Und ja. Auf jeden Fall mache ich hier gerade noch einen zweiten Schwert. Ich zeige euch gleich auch nochmal, wie man das im Overlay allgemein einblendet oder wie man das als Overlay macht. Weil das wird das kleine Overlay hiervon sein, weil sehr viele Leute mit den Schwertern nicht zufrieden waren. So, Farbeimer. Sollte das ist halt, oder? Bisschen zu hell. Also ein bisschen Experiment. Noch heller. Okay, jetzt kann ich das übrigens, wie ihr seht, hier beliebig nochmal so ändern, ist das Ding. Ihr seht hier, ich kann das jetzt beliebig in den Farben hier umdrehen. Und damit ist auch gemacht. Ich glaube, ich mache das hier auch ganz normal. Einfach. So. Machen wir es auch mal so. So, dann machen wir hier noch immer. Ihr müsst einfach hier nur diesen Anfang finden. Also ihr müsst, wenn ihr ein Schwert habt, dann müsst ihr eigentlich, wir müssen den Anfang finden und so könnt ihr halt einfach die Farben ganz einfach austauschen und Entschuldigung, so braucht ihr halt wirklich einfach nur ein Schwert. So. Hier nochmal. Farb einmal. So. Hier dann ist das hier auch das Holzschwert und so macht man die Datei dann hier. Speichern unter, Desktop und What? So, ja, ganz mal. Ach so, das heißt, stimmt. Ist ja What's What? Ich wollte schon sagen, wie das nicht geht. Das kann ich löschen. Und so, jetzt habe ich die kleinen Packs hier. Jetzt werde ich einmal kurz einen Ordner hier einstellen. War das Sword Overlay. Famous Sword. Sword Overlay. So. In diesem Sword Overlay. Der unöffnet sich hier. Ich weiß gerade nicht, wie der genau Pfad ist. Da könnt ihr euch am besten immer an einem Beispiel orientieren. Jetzt mal so. Neu. Assets. So, Assets. Minecraft, ich guck mal, was ich hier noch gleich als Pack mache. Was mache ich denn? Assets, Minecraft, so. Jetzt mal davor war das stimmt schon mal da neu textures dann war das Items ne Items und so wird übrigens wenn ich das so mache das ist dann auch nur ein Overlay und ihr müsst das über das richtige Pack machen und dann werden einfach nur die Items da benutzt ja Items ich guck mal ob das jetzt alles wirklich nur so heißt Wood Sword ja das heißt so Stone Sword ja Gold Sword, ja.
Diamond Sword, ja, ist auch richtig. Okay, alles richtig. Dann könnt ihr einfach so machen: ziehe ich mir die Packs hier rein und Packs, also da die Uhren rein. Wenn die so übereinander sind, dann sieht das schon ziemlich geil aus. Ja, dann ziehe ich mir die auf jeden Fall hier erstmal rein. Und werde ich mir das hier einfach als Texture-Pack reinmachen und wir sehen uns dann gleich wieder in-game. Ach ja, vergesst auf jeden Fall, was ich eben gemacht habe, weil ich habe eben die Long-Datei vergessen, also die DE-Long-Datei, ohne dass ein Texture-Pack oder auch ein Overlay gar nicht in Minecraft funktionieren kann, deswegen sorry an der Stelle. Deswegen vergesst einfach, wie ich das eben gemacht habe, da müssen noch die, einfach nur die Long-Datei eigentlich mit reinkopieren, aber vergesst es einfach erstmal so. Übrigens, sehr geiler Name für ein Texture Pack, muss ich hier an deiner Stelle nochmal anmerken. Und ja, ich kann dir einmal kurz zeigen, und zwar, wie das genau funktioniert. Ich meine, wenn ich das jetzt so mache hier und das Pack einfach so mache und jetzt auf OK drücke, dann werdet ihr schon sehen, dass, wenn ich das jetzt bestätige, dass hier meine alten Schwerter sind. Das liegt daran, ihr müsst dieses Overlay, das wird nichts an eurem Texture Pack verändern. Ihr könnt jetzt auch theoretisch mit einem anderen Texture Pack spielen und das hier einfach nur darüber machen und dann werden nur die Schwerter verändert. Also lediglich die Schwerter, nichts anderes wird dann verändert. Und ja, dann ist das hier quasi ein kleines Overlay. Also wenn das über ein Texture Pack kommt, dann sind alle Schwerter automatisch aus diesem Pack. In dem, was hier unterkommt, das sind es halt nicht mehr. So, das ist ganz einfach. Also so erstmal an der Stelle, wenn das über dem Texture Pack hier ist, dann werden die Schwerter aus diesem Pack genommen. Also nur dieses Overlay. Ja, und das ist so das Texture Pack. Ich habe übrigens noch so einen kleinen Blaurahmen rechts gemacht. Wenn ihr jetzt hier blockt, seht ihr das auch. Ich find's ganz geil, müsst ihr eigentlich entscheiden, wie ihr das findet. Ja. Das war eigentlich jetzt soweit das Texture Pack. Ich kann euch hier das immer die ganzen Schwerter zeigen, das Dia-Schwert. Ich habe jetzt, wie man vielleicht eben gesehen hat, die ganzen Smileys und alles ausgemacht dort. Ja, das soll halt nur so ein kleines Overlay sein, dann für die Schwerter. Und ihr seht, so sehen dann hier die ganzen Schwerter aus. Die ganzen Schwerter sind jetzt nicht alle enchanted. Ich kann die hier gerne auch nochmal enchanten, wenn es Minecraft Sharpness. Dann ist mal Sharpness und haben die auch nochmal Sharpness, dann seht ihr auch nochmal, wie diese Schwerter mit Sharpness aussehen. Das ist, ja, ist eigentlich soweit das Texture Pack. Und das Blaue hier, das wollte ich eigentlich so. Ich hatte das erst überlegt, aber ich finde irgendwie, es sieht ganz geil aus und das hat halt so eine eigenen ich war gerade fertig sagen, so eine eigene Marke vom Texture Pack. Müsst ihr wissen, vielleicht findet ihr es auch einfach nur übel scheiße, aber ja, auf jeden Fall war es das, glaube ich, jetzt erstmal mit einem Texture Pack, weil da haben echt viele Leute gesagt, hey, ich finde das jetzt nicht so geil wie den Schwertern und das ist auf jeden Fall, kann man respektieren, wenn man es ja nicht so gut findet. Aber ja, könnt mir auf jeden Fall dann noch irgendwelche Tipps oder so, was man noch verändern soll in Texture Pack, alles klar, in die Kommentare schreiben, das wäre auch ganz nice. Dann werde ich noch sehen, was ich an einem Texture Pack verändern könnte. Wie gesagt, habe ich gar nicht gesagt, stimmt, da hatte ich einen Fehler gemacht wegen der Long-Datei. Aber auf jeden Fall haben viele auch gefragt, ob man diese Map hier irgendwie downloaden kann, wie es diese Map hier gibt. Die habe ich eigentlich ganz schnell mal gebaut in 30 Minuten oder so, weil ich jetzt keine richtige Map hatte für Bed Wars und dann habe ich hier mir schnell die Bed Wars Rush Map gedownloadet, hier das alles ein bisschen reingemacht. Hier müsste ich das noch reparieren, bevor ich es dann freigeben würde. Aber auf jeden Fall habe ich die dann trotzdem mal gemacht. Ihr seht, da vorne habe ich auch nichts. Hier habe ich nur den MG-Way gebaut. Jetzt sogar erst zu Ende gebaut habe, gerade kurz. Und ja, das war eigentlich jetzt soweit die Sache dazu. Das Overlay ist natürlich in der Beschreibung. Es sollte hoffentlich der erste Link sein. Nein, wird auf jeden Fall der erste Link in der Videobeschreibung sein. Und ja, sonst gibt es eigentlich nichts weiteres zu sagen. Die Map, wie gesagt, bald auch geben. Also die werde ich dann Download freigeben und ja, das ist jetzt eigentlich so das kleine Update vom Texture Pack. Ja. So, da ich am Ende jetzt gemerkt habe, dass das meistens noch nicht die einzige Textur ist, die man gerne ändern will, will ich euch einmal kurz zeigen, wie ihr denn die Textur ändert von einem Texture Pack ins andere. Dafür öffnet ihr jetzt ganz normal beide Texture Packs. Öffne ich jetzt mal beide so. Habe hier den Assets Ordner. Beiden auf Assets, Textur. Minecraft Texturen, Items. So, ihr sagt mal jetzt, also ich würde im Vemis Pack V3 ganz gerne den Goldapfel zurückhaben. Ich fand den viel besser so und ja, macht ihr einfach so, drückt auf das obere. Dann ist in diesem Texture Pack der Goldapfel wieder. Wenn ihr euch sagt so, irgendwie fand ich die Dia-Rüstung in diesem Pack hier geiler.
So, irgendwie will ich die wieder ins Wellness Pack V3. Da müsst ihr aber übrigens, wenn ihr das in der Deorungsrüstung macht, auch diese beiden Modals hier changen. Also sagt ihr zum Beispiel, ich will die Deorungsrüstung irgendwie wieder, weil ich die besser fand, dann könnt ihr da oben auch löschen. Ist fast egal, was ihr macht. Also könnt ihr löschen und dann reinfügen, aber dann macht ihr einfach so. Das hier einfach rein und drückt, könnt auch zweimal auf das obere, aber auf jeden Fall dann hier auf das obere. Und dann habt ihr die Rüstung drinne. Und damit ihr natürlich auch die Rüstung in Game habt, also in der Hand habt und nicht nur, wenn ihr sie anzieht, diese Rüstung habt, geht ihr hier auf die Diamond-Rüstung, dann geht ihr Items auf Diamond und dann habt ihr hier die Diamond Armor. Geht ihr hier rein in das Wellness Pack V3, sagt hier ja, also ich will das obere. So, für das obere und so habt ihr dann eure alte Rüstung wieder, wenn ihr die besser fandet. Oder wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich finde die Schwerter aber irgendwie geiler, die vom Wemyss Pack V2, nicht die, die du jetzt komplett neu gemacht hast gerade. Also was heißt komplett neu nach der Vorlage, weil die euch auch sehr gefallen haben, habe ich jetzt mal so aufgenommen. Könnt ihr das auch einfach so reintun und klickt halt wieder das obere an. Und das soll dazu noch so ein kleines Video sein, weil das auch einige gefragt haben, wie man das denn jetzt genau macht. Die könnt halt einfach jede Textur, die ihr euch jetzt hier, wenn ihr jetzt findet, welche Textur nehme ich denn? Dann seht ihr hier, Beef Cooked. So, das ist immer noch dieselbe Textur. Ja. Dann, lass ich die mal. Habe ich noch gerade wieso? Hä? Okay. Okay, muss ich gar nicht verstehen. Auf jeden Fall könnt ihr halt das so einfach machen. Indem ihr halt irgendeine Textur, die ihr vielleicht gerade nicht wollt oder so, nehmt. Zum Beispiel, sag ich mal hier, das Flint Steel. Und dann hier F und L drücken, einmal kurz, so. Flint and Steel, und dann findet ihr hier das alte. Vielleicht, weil es hochauflösender ist, besser. Zieht ihr das hier einfach hier rein und drückt wieder auf das obere. Und dann habt ihr das Flint and Steel da drin. Soweit zu der Sache auch, wie ihr das alles genau macht. Also wie ihr da von einem Texture Pack was ins andere zieht.